Hallo, herzlich willkommen zum 21. Poesiefestival Berlin. Wir sind heute im Haus für Poesie für den Workshop für Lehrerinnen und Lyrikvermittlerinnen, der in diesem Jahr mit der tollen Lyrikerin Birgit Kreipe stattfinden wird. Und wir werden später besuchen Dorothee Bejar in ihrem Atelier, die für den diesjährigen Workshop ein Gedicht von Birgit illustriert hat und euch auch ein bisschen zeigen wird, wie ihr das selber vielleicht auch mit anderen Gedichten machen könnt. Ja, und jetzt geht's los. Heute zu Gast eingeladen haben wir Birgit Kreipe. Birgit Kreipe ist in zwei Berufen unterwegs und das ist auch das Spannende, weshalb wir mit ihr heute über ihr Leben, aber auch ihre Texte sprechen möchten. Und zwar hat Birgit Kreipe Psychologie und neurodeutsche Literaturwissenschaft studiert. Sie arbeitet in beiden Berufen. Sie arbeitet als Psychotherapeutin, aber auch als Lyrikerin. Sie hat in zahlreichen Zeitschriften und Anthologien ihre Texte publiziert. Von ihr selber sind zwei Bände erschienen, einmal Schönheitsfarben 2012 im Verlagshaus Berlin und Soma 2016 bei Cookbooks. Wenn man über dich liest in den Rezensionen, dann ist mir aufgefallen, dass alle Rezensenten immer etwas versuchen zu fassen, von dem sie schreiben, dass sie es nicht fassen können, aber dass genau das die Faszination deiner Texte ausmacht. Ich weiß nicht, ob du dich da schon so drin wiederfindest, aber was mir aufgefallen ist, ist, dass du in deinen Texten, das ist mir beim Lesen auch sehr viel so gegangen, sehr viel mit Bewegung arbeitest und oder die Texte in Bewegung geraten, ich beim Lesen in Bewegung gerate, weil ich mich in Zeiten verlieren kann, weil du einerseits in der Erinnerung unterwegs bist, in der Gegenwart, im Traum, wieder in der Realität. Ich in antiken Ausgrabungsstätten lande, aber genauso andererseits immer wieder einen Blick in den Himmel werfen kann. Und insofern spielen so Themen wie Erfahrung, Erinnerung, glaube ich, eine große Rolle in deinem Schreiben. Aber ich glaube, das hat auch was mit deinem Beruf zu tun. Und insofern wäre meine erste Frage an dich, wie geht das eigentlich? Du bist Dichterin, du bist Psychotherapeutin, du arbeitest in beiden Berufen aktiv. Also wie sieht das, wie muss ich mir das vorstellen? Ja, also eigentlich wie bei anderen Leuten auch. Also ich arbeite an mehreren Tagen in der Woche, aber ich arbeite in Teilzeit und habe immer das Glück gehabt, dass ich meine Arbeitszeiten auch so ein bisschen so legen konnte, dass so so Freiräume fürs Schreiben da waren, ne? Dass ich einzelne oder vielleicht sogar mehrere freie Tage hatte. Und da konnte ich dann mich konzentrieren auf die Lyrik. Mhm. Und ansonsten arbeite ich im beraterischen, therapeutischen, überwiegend Kinder- und Jugendbereich, wie schon seit vielen Jahren. Und bei Titeln wie Kinderheim ist jetzt vielleicht, ist es auch kein Geheimnis, dass es einen Einfluss auf dein Schreiben hat oder dass du schreibend auf diese Welt auch reagierst und dich damit auseinandersetzt. Ja, klar. Passiert das, also nimmst du dir das vor oder ist es so, dass wenn du nachdenkst, sich dir Ideen, Impulse, Inspirationen anbieten, die zu Texten werden? Also klar, ich habe im Kinderheim gearbeitet und das war die Inspiration. Aber wie du das schon gesagt hast, eigentlich schreibe ich so aus dem Gedächtnis, ja, oder auch aus der Imagination. Mhm. Und mir ist es ganz wichtig zu sagen, dass gerade die Kinderheim-Texte imaginierte Figuren, so Personen darstellen und nicht etwa irgendwie reale Personen. Ja. Mhm. Und das ist vielleicht auch ein bisschen eine Falle zu denken, dass man, wenn man jetzt einen Beruf ausübt und auch im Leben steht und nicht nur am Schreibtisch oder in der Bibliothek sitzt, dass das da so eins zu eins rüberkommt. Also ich glaube, dass die Psychologie für mich als Autorin insofern eine vermittelnde Rolle hat,
weil mir die Theorie der Psychoanalyse oder der Erinnerungstechniken, ja, oder der Arbeit mit Erinnerungen ganz viel poetologische Impulse gegeben hat. Also umgekehrt, weniger jetzt zu gucken, was höre ich mir da jeden Tag an, sondern sich darüber klar zu werden, wie funktioniert Erinnerung eigentlich? Ja, oder wie funktioniert eigentlich Intuition? Mhm. Was ist innere Erfahrung? Ja? Was ist dabei wirksam? Und das ist vielleicht das, was du als Bewegung wahrnimmst. Mhm. Mir ist das sehr wichtig. Also, dass es einen bestimmten Punkt gibt, an dem ich fruchtbar mache im Gedicht, was strukturiert meine Erinnerung? Ja? Warum erinnere ich das? Warum erinnere ich bestimmte Dinge stabil? Warum ändert sich die Erinnerung in anderen Kontexten? Ja, was kann ich sozusagen aus dem Kontext lösen und als Erfahrung in eine vollkommen andere Landschaft oder einen vollkommen anderen Kontext stellen? Und es funktioniert immer noch. Ja, und da haben mir die alten psychoanalytischen Theoretiker wie Freud oder Winfried Bion oder Donald Winnicott total kreative Impulse vermittelt, sodass ich die so ein bisschen als Scharnier immer erlebt habe zwischen meinen beiden Berufen. Ja, du hast sie auch in die immer vor die einzelnen Zyklen in den teilweise schon sehr schöne Zitate auch, die das sehr schön illustrieren, abgedruckt. Sollen wir uns vielleicht mal konkret anhören, wir haben jetzt eine Spur in die Erinnerung gelegt. Wie hört sich das eigentlich jetzt ganz genau an, was du gerade beschrieben hast? Also ich kann ja mal einige Texte lesen. Gerne. Ich fange mal an, also hier ist vielleicht besonders klar, es gibt so einen Zyklus, in dem unterschiedliche Ebenen von Erinnerung verarbeitet werden, die sehr gegensätzlich sind, die sich aber in meinen Augen gegenseitig bedingen. Und der Zyklus heißt, nachts rücken die Scheunen zusammen, werden zahm. Und das sind unterschiedliche Erinnerungen an eine Kindheit. Ich lese einen Auszug. Linse, nach innen gestülpt, eingetrübt, fleckig. Alles sehe ich doppelt. Zeitkrank gehe ich zum Haus, zum Haus. Die Mauern, Mauern. In den Tapeten leuchten alte Tapeten und Holztrümmer, fügen sich zu Parkett. Wo kommt die orange Lampe her? Man warf nichts weg. Waren das Fliesen? Sehr flache Fische tauchen sie auf, wieder ab, wo mal die Küche war. Jetzt Magazin für Bienen, überkrustete Einweggläser und sie. Ihre Schritte, barfuß, karierter Rock. Das Gesicht unkenntlich, wie von Libellen. Ihr Flügelpaar, festgeklebt, an der Wand. Captive, immer noch, hier, wo das Haus war, das Herz, die Haferflocken, Firnis reißt, ein Fenster, Fenster, zwei Bäume, der eine kahl. Dumpfes Geräusch, Hufe, körperlos kommen Pferde, stupsen mich an, die Mähnen struppig, verklebt, mit Birkensamen, ziehen vorbei, werden Wolken. Der Wind zerzaust ihr Winterfell, grau-weiß, voll Laub und bläulicher Sicheln. Urtiere, finden sie sicher den Lauf der alten Heerstraße, reihen sich ein, wandern endlos durch meinen Traum, lassen mich zurück auf einem unordentlichen Grasfleck zwischen Gattern und verrottenden Äpfeln, in der Hand das Schimmelzaumzeug der Mädchen. Warf das Zaumzeug weg, das Mädchen. Zerrissen lebte ich lange von Klebstoff. Später flackerten Ponys. Erst struppig, dann silbern und groß wandern sie durch die Erinnerung. Kondensstreifen, Kaugummi, Cumulus, Cirrus-Baiser und Windbeutel dehnen sich, schäumen auf. Springflut der Körper, ein Zischeln. Urformen sind beinahe immer schmal.
Rückzug unter die Jakobsleitern, der Sommer blau wie von Carpaccio oder Haribo. Gedanken schwimmen, verrutschen als weiße Bäume über dem Küchengarten. Kuchenschichten vermissen. Im Juni kommen die Toten, kommt Oma rückwärts die Leitern runter. Der Weg, gesäumt von Ziegelbruch, reicht bis zum Himmel. Halt, du frisst noch die Wolken auf, die Marshmallowknochen, Vanilleschiffe. Die anderen schreien, Fettsau, wir hassen dich. Landschaft mit Angst. Ein Tier, für Wiesel zu groß, Gesicht wie Sprengkörper, wartet kerzengerade am Bach, verschwindet oder lacht oder drückt auf den Knopf. Warum so allein? Das Licht sickert durch eine Unordnung, Halme und Kalk. Wind hängt den Mond in wachsamen Kronen auf. Am Bachgrund die starren Mondfische, Kies, Kies. Von überall dringen jetzt riesige Tiere ein. Ich laufe zurück. Was soll ich hier? Will erwachsen sein. Was noch kommt? Birken, dem Schnee verwandt. Dann Zäune, Sonnenuhren, die Grübel halten des Kinds. Das Gras wächst schon in den Himmel. Also, jetzt haben wir schon davon gesprochen. Und ich würde, weil es jetzt sich vielleicht vom Text her ganz gut anschließt, einige von den Kinderheimgedichten lesen wollen. Auch da lese ich einen Auszug. Das sind immer Zyklen zwischen 8 bis 10 Texten. Und während dieser Erinnerungszyklus halt mit unterschiedlichen Schichten von Erinnerung arbeitet, wird dieser hier auch so mit imaginativen und Spielwelten ein bisschen an. Schaut her, hier kommt die Poison Queen. Ihre Kinder tragen Mückenschwärme im Herzen. Wie sie das schafft, das ist Kunst. Ein Bauer, Rundschädel, Mücken im hölzernen Herzen, stolpert auf schwarz-weißen Feldern, von allen Figuren gehetzt. Steinfliesen in einem Turmzimmer nachts. Schon stürzen alle Figuren, die Köpfe abgesägt, Rücken zerbrochen. Ich sag noch, die Königin ist vergiftet. Der Platz des Königs ist leer. Es sind aber Zombies. Die Tür geht im Stundentakt, eine Kuckucksuhr, jeden Morgen. Bauern stolpern herein. Bin ich jetzt dran? Aus ihren Lächeln quillt Unruhe, kribbelt wie Juckpulver. Mücken. Und erst das Lieblingskind, schwer wie eine Gospelsängerin, schließt sie die Tür, leuchtet. Auf ihrer Schulter sitzt Mutter, am Bauch hängt ein weinender Bruder. Ein Stiefkind vergisst seinen Joghurtbecher, schläft darin ein. Vor ihrer Stirn geht ein Stern auf. Und auch ich habe einen Stern. Sie sagt, das hier ist meine Milchgalaxie. Um uns sind andere Sterne. Vielleicht sind hinter den Sternen ja auch Stirnen. Von gütigen Wesen. Wenn ich Sternbild bin, will ich Andromeda sein. Meinen Körper lasse ich hier. Dieses Opfer habe ich nur für die Schule gebraucht. Sternschnuppen, Novize. Untergetaucht in einem nachtblauen Betonklotz im Viertel. Würfel der Wut. Es flackert, als feuerten Riesenkonsolen hinter den Wolken. Er spielt. Auf Level 1 Berserker war Butterblume sein Name, Riemen hielten ihn fest. Auf Level 2 nahm er freiwillig Mittel gegen sich selbst. Auf Level 3 trat er Türen ein, war offen für Juni und Pusteblumen. Level 4 nur weißes, betäubendes Gras. Dorthin kam er nie. Nebenan die verzweifelte Herrin in ihrer Zuflucht aus Essen. Lieblingsdelfine. Sterne im Maul. Hallo. Wir haben ein Kind, das zieht den Herbst an einer Kordel hinter sich her. Geschundenes Tiefdruckgebiet, ständiges Schniefen, eine Monstererkältung wird er nie los. Da wohnen Unsichtbare und schießen, sind seine Freunde. Und da hält er sich mit.
Immer ist er in seinem Nebelquadranten, als liefe der magische Fernseher, der ihn verzaubert hat. Die Schwester haben wir auch. Ihre Augen aus Eisen, findet die Schule nicht. Ihr Vater treibt nachts vorbei auf einem Papierschiff, flussabwärts, ins Obdach. Dann runzeln sich die Tapeten und die Fenster gehen auf und schreien. Er winkt. Ist der schmutzige Engel mit Silberfischchen im Ohr. Ja, eins vielleicht nur. Jetzt wird es dunkel. Kinderkobras, schwarze Riemen in ihren Kisten zischeln, richten sich auf, legen dürre Schlingen auf Wände, Teppich, die Fensterbank. Jeden Abend umzingeln sie den Schlaf wie dunkle Zinnen. Die Feuerwehr für verbrannte Kekse kommt nicht durch und die Nachrichtenhexe schläft, die Mutter in ihrem Traum aus Bier. Ich wirble mit Kung-Fu-Armen die Schlangen in den Fluss wie Seile. Wer kichert noch mit den Fliegen? Die kleine Geisha, die sagt, sie sei die Empress Schmerz, steht am Fenster, zeigt die biskuitweiße Seite dem Mond, hebt einen Arm zum Gruß wie ein Denkmal, 10 Meter weit, sagt, du sollst verhungern, lacht. Ja, danke. Das sind Gedichte, die mir immer unter die Haut gehen und die ich sehr intensiv erlebe. Und gleichzeitig schaukeln die aber auch so ein bisschen zwischen einerseits sehr schmerzhaften Bildern und auch Formulierungen, Begriffen. Und gleichzeitig gibt es aber darin auch so etwas, für mich etwas Unbestimmtes, manchmal auch fast Lustiges oder Amüsantes, Humoristisches. Aber es ist, wird immer gleich wieder eingefangen. Es gibt immer nur das Angebot, eine Möglichkeit. Und ich weiß nicht, wie weit du bereit bist, uns einen Blick in deine Werkstatt zu gestatten, also uns ein bisschen zu erzählen, mit welchen Verfahren du an diesen Texten gearbeitet hast. Also das ist ja klar, dass diese Texte nicht in einem Guss entstanden sind, sondern Verschränkungen, Überlagerungen wahrscheinlich stattgefunden haben. Und vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, wie du arbeitest. Wie entstehen solche Texte? Also diese Texte sind sogar relativ schnell entstanden, wobei ich denke, ich hatte vielleicht eine Vorarbeit von über 10 Jahren, die ich diese Arbeit in diesen Arbeitsplatz hatte und da arbeiten durfte. Aber ich glaube, bei diesen für mich sind das so kleine Märchen oder kleine Geschichten. Und da lagern sich natürlich also so unterschiedliche Ebenen ab. Ne? Es gibt so, sicher gibt es sowas Schmerzliches, aber ich wollte eigentlich gerade nicht so eine sentimentale Betroffenheit erzeugen, sondern eigentlich die Bewältigungswelten oder die Spielwelten von Kindern aufgreifen, ne? Die spielerische Art, sich auszudrücken. Also das Spiel auch tatsächlich als Vorform von Kunst. Ja? Mhm. Also die Inszenierung von Dingen im Spiel. Und das sind natürlich unterschiedliche Spielwelten, die da auftauchen. Teilweise Die Videospiele ganz konkret. Das ist ja eigentlich zum Beispiel eine Flucht. Ja. Ne? Also eine Flucht in ein anderes Medium. Mhm. Dann taucht das Schachspiel auf, da muss man aber sagen, da sind die Kinder eher Figuren, mit denen jemand anders rumspielt oder der die rumschmeißt. Es gibt diese Kekse oder alles was mit Hunger und Essen zu tun hat. Dann gibt es natürlich sowas wie, es interessiert mich dann natürlich als Psychologin, was Symptomatisches, also ein Symptomverhalten oder was Diagnostisches. Aber es gibt schon diese Orientierung, denke ich, an dem Spiel. Und es ist ein Arbeiten aus der Erinnerung. Und ich glaube, das ist vielleicht typisch für meine Gedichte. Da lagern sich dann so Reste an oder Spuren. Und das erzeugt dann dieses so ein bisschen wie so ein Durchgangsphänomen oder wie so ein Geist, der auftaucht und verschwindet. Aber das ist mir auch sehr lieb. Ich denke, da möchte ich nicht, dass das Gedicht festgenagelt werden kann auf irgendwas, auch eine von der Ebene, an den Ebenen oder auf eine Zeit oder sowas. Ja. Das soll es nicht. Es soll sozusagen psychologisch anschlussfähig sein, dass da eine Erfahrung drin liegt oder was wirklich passiert ist, dass man auch irgendwo ahnt oder spürt.
Das reicht für mich als Halt in dem Gedicht. Mir sind die natürlich sonnenklar. Ja. Ich glaube, es erschließt sich also auch durch das Wiederlesen und auch dadurch, dass du sie ja in Zyklen auch konzipierst. Also in dem Moment, wo ich sie auch miteinander vergleiche, kontrastiere oder mich da durchtragen lasse, ergänzen die sich gegenseitig auch und fangen an, auch gegenseitig miteinander so ein bisschen in Korrespondenz zu treten. Ja. Und formal arbeitest du sehr unterschiedlich. Also in diesem Zyklus jetzt hast du dir eine Form gewählt, wo es teilweise auch so Rahmungen gibt oder Wiedererkennung, teilweise ja auch in den Begriffen mit den Mücken zum Beispiel, aber auch andere Elemente. Und in anderen Gedichten von dir, zum Beispiel in den Shortcuts oder auch in beiden Bänden, du wählst dir die Form oder ergibt sich die Form beim Schreiben oder dass du auch so eine bestimmte Anzahl von Texten dann zusammenstellst und sagst so, das ist jetzt ein auch in sich abgeschlossener Korpus. Also inwieweit jetzt, was hat Spiel und Form, die ja auch begrenzen kann, die aber eben auch einen Rahmen setzen kann für deine Arbeit? Welche Bedeutung hat das? Also normalerweise ist es so, dass ich ziemlich lange brauche, bis ich so ein, wenn ich einen Zyklus mache, das sind ja oft so Serien von Gedichten, die, wie du sagst, untereinander korrespondieren, teilweise so eine Dramaturgie haben oder nicht. Meistens habe ich einen Text, den entwickle ich oder zwei und die haben dann eine Form und die geben die Form für die restlichen Gedichte vor. Das ist eine Hilfe, auf jeden Fall. Aber es ergibt sich auf jeden Fall aus dem Material. Also ich habe am Anfang viel Material, Wörter, Bilder und mit denen muss ich eine Weile arbeiten. Die müssen sich erstmal entwickeln. Ja, also das überschlägt sich ein paar Mal in der Arbeit. Mhm. Und manchmal habe ich den Zyklus schon in einer Form stehen und dann merke ich, das funktioniert noch nicht. Da fehlt zu viel und dann muss ich die Form wirklich verlassen. Also dann hindert die mich eher und dann taucht der vielleicht in einer ganz anderen Form nochmal auf. Mhm. Weil das, was da noch rein muss oder was mir fehlt, das kann sich, da muss ich das nochmal auseinandernehmen und zum Schluss kriege ich es nicht mehr in die Form. Mhm. Ja, dann ist es beispielsweise dann eine offenere Struktur. Mhm. Aber es ist auch ein Experimentieren mit unterschiedlichen, ja nicht so strengen Formen bei mir. Und wenn du arbeitest, liest du dir deine Texte selber laut vor, weil du auch... Zunehmend, ja, zunehmend. Früher habe ich das nicht gemacht, aber jetzt mache ich es zunehmend, weil ich merke, es ist natürlich total super, Aufnahmetechnik zu haben. Ja. Das ist nochmal ein wichtiges Korrektiv. Ja. Also es hilft, die Stellen, wo subjektiv denkt, hier hängt's aber noch, zu finden und zu identifizieren. Und ich merke auch immer, dass es hilft, rauszustreichen, Sachen rauszuschmeißen. Mhm. Also was wirklich trägt am Text ist oft, sind wirklich die Bilder, die Bewegungen, wie du sagst. Mhm. Und das, was man dazufügt als Erklärung oder als Ergänzung, braucht es oft gar nicht. Manchmal gar nicht. Hm. Woher weißt du, dass ein Gedicht fertig ist? Die Frage hast du mir jetzt so ein bisschen zugespielt. Also für mich ist es fertig, wenn ich es beim wiederholten Lesen, wirklich also auch im Abstand von Zeit, wenn es mich freut. Also wenn ich weiß, so, das ist jetzt so wichtig geworden. Mhm. Es ist innere Reaktion. Mhm. Also ich muss innerlich zustimmen können. Ja. Das kann sich auch noch mal ändern, wenn ich es dann nach einiger Zeit wieder lese. Also bei den Shortcuts hatte ich so ein Schreckenserlebnis, wo ich dann nach Monaten noch mal drauf geguckt habe und festgestellt habe, dass so einzelne Adjektive sich ständig wiederholt haben. Musste dann noch mal verändert werden. Aber der war halt auch noch nicht im Lektorat gewesen. Mhm. Ja. Viele sagen ja, Texte werden nie fertig. Das ist bei mir nicht so. Ab einem bestimmten Punkt rühre ich die nicht mehr an. Okay. Und wir sind jetzt bei den nicht mehr angerührten. Springen wir vielleicht einfach mal zu den ganz aktuellen. Mhm. Wäre das okay? Ja. Es ist jetzt ganz neu erschienen in einer Lyrikzeitung, Transistor, oder Transistor, die es jetzt in der zweiten Ausgabe gab mit deinen Gedichten drin, ganz neuen Gedichten von dir. Und die hast du geschrieben zu
oder in Korrespondenz mit Fotos der Fotokünstlerin Francesca Woodman. Wie seid ihr euch begegnet? Also man muss dazu sagen, Francesca Woodman ist 1981 gestorben mit nur 22 Jahren und hat ein Werk von 800 Fotos hinterlassen, die man zurzeit auch im CO Berlin sehen kann. Ja. Und die Ausstellung ist auch verlängert, also man kann sie wirklich bis September sehen. Und wie seid ihr euch begegnet? Also eine Freundin hatte ein Bildband, der bei mir lange gelegen hat. Mhm. Und die sagte, das wird dir bestimmt gefallen. Guck dir das mal an. Das war auch so. Es hat mir total gefallen. Und ich hatte irgendwann den Impuls, mal was anderes zu machen. Also ich habe sonst nie so mit Bildern oder Kunst gearbeitet. Mhm. Und habe aber gedacht, das wäre eigentlich mal schön, jetzt aus den eigenen Bildern rauszukommen und mal wo ganz anders abzuleiten. Und dann habe ich angefangen, die Fotos zu beschreiben und habe dann gedacht, huch, das ist jetzt aber nicht so ohne. Mhm. Und habe dann aber sehr viel Spaß daran gehabt und fand eben auch, dass die Texte auch sowas machen. Also du könntest mit dem, wie du meine Gedichte beschreibst, vielleicht ganz gut die Bilder von Francesca Woodman auch beschreiben. Mhm. Wobei ich das überhaupt jetzt nicht anmaßend mich da dran klatschen will. Die ist ja wirklich kanonisiert, eine Ikone. Aber das, was mich, glaube ich, angezogen hat, ist diese ganz starke Ambivalenz in ihren Fotos von etwas zeigen und es gleichzeitig rausnehmen. Ja, also da sein, sich zeigen und gleichzeitig wie verschwinden. Dieses Bewegte in den Bildern, dieses mit ganz langer Belichtung arbeiten, sodass Bewegungen sich wie so geisterhafte Spuren in den Bildern ablagern. So, oder dieses etwas auslösen, einen Wunsch auslösen, war ja sehr schön, ja, sich zu zeigen und gleichzeitig das total zu verstören und zu zerstören. Das fand ich total schön und ich dachte, dass es auch kein Wunder ist, dass die dann lange nach ihrem Tod so berühmt geworden ist, weil viele Leute ganz stark auf die... Ja. Da muss man auch sagen, ich interessiere mich total für Geschichten und Märchen und ich finde, in diesen Bildern sind auch Geschichten und Märchen erzählt. Mhm. Und das hat mal jemand über Francesca Woodman gesagt, das finde ich ist das Schönste, was ich über sie gelesen habe. Es gibt ganz viel Literatur, aber eine Freundin von ihr hat gesagt, kann es nur ungefähr sagen, sind uneasy modern fairy tales made by a girl with wings on her feet and her eyes open to wonder and full of a fierce poetry. Also das fand ich eine ganz tolle Beschreibung von Francesca Woodman. Eigentlich schon fast ein Gedicht, ja. Ja, es ist schon fast ein Gedicht. Es hat auch eine Schriftstellerin, die das gesagt hat. Ja. Und es ist aber trotzdem, das sind die Bilder. Und ich habe die Gedichte auf jeden Fall so angelegt, dass sie auf ohne die Bilder funktionieren, dass sie nicht müssen, Gedichte, die sich auf andere Kunstwerke beziehen, müssen selber stehen. Und jemand, der jetzt total Francesca Woodman darin finden kann, wäre dann am Ende vielleicht auch empört, weil die was ganz Eigenes machen und mehr davon handeln, was passiert ist, als ich diese Bilder gesehen habe, nämlich eigene Geschichten und Narrative zu entwickeln. Mhm. So. Ja. Ich habe erst die Gedichte gelesen und dann angefangen zu recherchieren und die Fotos gefunden, weil ich kannte sie nicht. Ja. Das war toll, was dann einfach passiert ist. Also nochmal mit deiner Stimme im Ohr diese Fotos auch betrachten zu können. Und vielleicht magst du daraus was lesen? Mhm. Also das sind ja Gedichte, die so eine relativ kompakte Form haben. Und das sind Terzette, also die und sind immer drei Gedichte, die so eine Idee bearbeiten. Und die fangen vielleicht mal mit dem ersten an. Evolution der Kohlweißlinge. Mit Francesca Woodman. Haus, Sarich. Die Kohlweißlinge liegen am Boden, innen. Erster Vorschein von Denken, Ahnung, vom Doppelcharakter der Hitze, ihren Spiegelungen. Wolkenband schneller Flügel,
verwandelt in Spuren, frühe Gedanken, Traumsturm, die Wundermaschine des Flugs stottert, verliert an Kraft, sie stürzen ab, bröcklich, feucht von Mondflüssigkeit oder Tau. Kohlweißlinge, Putzstücke aus einer Wand, die Verwehungen bilden, Haufen zusammengekehrten Lichts oder Papiers, durchsichtig. Augen, Schüsselchen, hochentwickelte Zellen, überfordert mit einer noch unspezifischen Form. Zucken auf breiter Fläche oder Flügel eines unvorsichtigen Engels, dessen Posaune rostet in der Erde des Kraniums, der aufsteht um Mitternacht, wehe, mit seinem wurmstichigen Fledermausgesicht. Flüchtige Bewegung oder Laub oder nur Spiel von Schatten und Licht, Kohlköpfe, schlammige Monde, hinter jedem eine winzige Nacht. Dieser sah aus wie ein antikes Gewand oder er flog wie ein frühes Modell von Wright, knarzte beinahe. Du versuchst, sie einzufangen, ihr Wirbeln in langer Belichtung. Das Feld, früher Flugschule, ist jetzt Todeszone. Die Falter stranden, sind übersteuert, kämpfen, so scheint es, mit der Flüchtigkeit ihres eigenen Bilds. Schuppen, Rieseln, sinnlose Bruchstücke eines weißen Alphabets oder Halde von Albträumen. Keine Derwische mehr, die um Kohlköpfe tanzen, kein fliegendes Kirchenfenster, nur Skizzen, leicht in die Luft geworfen. Die Astern der Wiese wölben sich vor wie Kuhaugen. Der eine Kohlweißling, der es schafft über das Feld, wird Meister der Blumen, höre ich, Idol, Gottesfalter und großer Clown. Filtert mit seinen Flügeln das Licht, taumelt, wie in der Aufführung eines uralten Stücks, hält die Absprachen ein zwischen Licht und Staub und zu allen Astern gleichermaßen Distanz. Die Flügel fest wie Hostien, kaum wahrnehmbar und vollkommen, stirbt er nach 3 Tagen, weise und weiß, weiß und weise, auf einer transformierten Wiese, in die der Verlust eingeschrieben ist, als ständige Bläuung, Sekunden körperloser, unsichtbarer Bewegung, deren Vorschein er ebenso in sich trägt wie ich. Auf Wiedersehen, großer Kohlweißling. Soll ich noch eins lesen? Wenn du magst, gerne. Also ich wollte noch mal eins vorlesen, was vielleicht noch ein bisschen stärker diese teilweise recht morbide Atmosphäre bei Francesca Woodman aufgreift, die sich ja viel in so amorphen Gebäuden fotografiert hat und wo es so aussieht, als würde der Körper in die Wände schmelzen, durch schiefe Türen floaten oder schweben, ganz eigenartig. Und das war das, was mir am schwersten gefallen ist. Das war so eine Frage, die du mir vielleicht wie endlos dran erarbeitet. Evolution der Schatten mit Francesca Woodman. On Being an Angel, Square 2, Untitled, 1977. Evolution der Schatten. Ist deine Tür, schält sich ein Körper aus der Tapete, die in Fetzen herabhängt. Und Neroide, Seelen aus Wasser, Milchtür, von der die Farbe in weißen Pusteln abplatzt. Schüchtern hält sie Tapete vor ihre Scham, vor ihr Gesicht. Sind das Füße oder Krallen? Und ein Schweif hängt wie ein Rußstreifen an. Splitter. Um das Fenster herum eine Corona Risse wie Blitze. Die Dämmerung füllt das Gebäude mit kleinen Nebeleinheiten unklarer Schuld, löst Räume aus ihren Verankerungen wie der Kamin verschiebt sich. Beine ragen heraus, eine riesige Motte, groß wie ein Gesicht, kriecht über die Wand als abgelöster Behang. Und die Schemen von Raubvögeln, auf Milchglas geklebt, werden gefährlich. Schritte wirbeln dunkle Materie auf, Essenz, die aus dem Radio kommt, oder warum erschrickt mich das Milchglas? Rest eines Engels, 2 Leintücher hängen schräg,
Leeres Flügelpaar, weiße Flächen. Das Fenster gleist auf, eine Art Überlichtung, durch welche die Sprossen kaum zu erkennen sind. Weiße Dunkelheit, Eis oder sehr helles Blond eines Mädchens. Durch Licht erzeugte Abwesenheit, Explosion oder sehr lange Belichtung. Offen die Blende, in der alles, was jetzt nicht Photon ist, verschwindet. Hier muss die Pumpe sein, im Zentrum. Die Onyx-Pumpe füllt den Raum von der Decke her mit winzigen, schwarzen Strafen. Geht hier ein verletzter Engel um oder ein Opfer? Essenz einer elenden Nachricht, beiläufig konsumiert wie eine Handvoll Nüsse. Drängt eine blinde Erinnerung durch alle Schranken, während draußen jemand das Universum zusammenzwingt mit einer riesigen Lötlampe hinter Schutzkleidung, geschwärztem Glas? Auf dem Kornboden Lärm, Katastrophenerwartung, Schimmel darüber wie kaputte Spitzenwäsche. Eine kleine Wolke im Sturzflug, trockener Schimmel. Das Gebäude jetzt hinter uns wie in Schichten weichen, grauen Papiers. Ihr Schatten mit ausgestreckten Armen, schwindelig vom Licht oder Drehmoment. Die Hände zerrieseln, zu flimmern, Staub. Rinnen, nichts steht still oder bricht das Schweigen. Während sich das Universum immer mehr ausdehnt und alles, was jetzt nicht Photon ist, verschwindet. In einer Zukunft vielleicht. Einem Luftzug, Raubvogel-Luftzug. Für einen Moment sieht es aus, als hielte dein Schatten zwei Strahlen, Zügel in seinen Händen. Eine schwarze Schicht löst sich, Asche, innen. Gesicht unkenntlich, Haare in Strähnen, Pünktchenkleid. Dankeschön. Wir haben, glaube ich, schon mal über die Schichtung und die Ablösung gesprochen. Und das ist ja in den Fotos von ihr auch drin. Also es taucht in den Gedichten ja auch auf. Also so diese Orte, an denen sie ihre Bilder auch inszeniert hat und die eben gleichzeitig auch eine Gegenwart, eine Vergangenheit, eine Zeitlosigkeit haben, immer auch dieses Spiel mit An- und Abwesenheit haben. Und es gibt bei dir auch Gedichte, die in denen Orte zentral sind, und auch da gibt es ein Gedicht, wo du auch eine Person, eine Figur, eine Schriftstellerin, nämlich Sylvia Plath, drin verarbeitet hast. Zumindest es gibt die Referenz im Titel, und vielleicht können wir auch nochmal über die Bedeutung von Ortung, Verortung, aber vielleicht auch die Auflösung von Orten in deinen Gedichten sprechen. Also ich habe bei Orten, ich denke auch oft an Kindheitsorte, an Erinnerungsorte, innere Orte auf jeden Fall. Und es gibt schon welche, die bei mir so wiederkehrend sind. Und das ist zum Beispiel die Scheune. Also ich komme vom Land, und ich hatte ganz viel mit Scheunen zu tun als Kind, vor allem in Form von Angst. Ich hatte Angst vor den großen, also schwarzen Felsscheunen, ja, wo man immer dran vorbeigegangen ist, und das war still und man wusste nicht, war da jemand drin, ja, oder hat es da gespukt. Also und wir hatten auch eine sehr große Scheune, und ich musste da immer rein, um Tiere zu füttern, und da ist so eine Welt von Ängsten und Spukerlebnissen drin, und deswegen ziehen sich diese Scheunen immer mal wieder durch, weil ich finde, die sind auch, in Scheunen lagert sich alles ab, in Scheunen wird das gelagert, was man nicht mehr braucht, in Scheunen sind die Vorräte, Scheunen, alles kommt in die Scheunen, und wenn man da durchgeht, findet man die erstaunlichsten Sachen, und insofern, Gebäude sind ja immer auch so Symbole fürs Ich, und das passt dann. Den Scheunen. Wenn wir, du hast ja so auch märchenhafte Orte, und für mich ist jetzt Scheune ganz oft, ich bin auch auf dem Land groß geworden, für uns war das aber immer der Ort der Freiheit, also wo wir der Kontrolle entzogen waren und wo wir spielen konnten und wo man sich dreckig machen konnte und auch Sachen kaputt machen konnte, und das hatte immer was von Befreiung zu tun, aber schon auch mit natürlich Heimlichkeit, aber eigentlich genau das Gegenteilige so ein bisschen von dem, was du jetzt gerade geschrieben hast. Was wären für dich auch in deinem Schreiben Orte, die eben mit einer
Also die positiv dann. Natur. Alle Arten Natur. Bestimmt. Alle Arten von Natur. Mhm. Ja. Okay. Alle Orte. Inklusive Nacht. Inklusive Nacht, okay. Mhm. Für mich, ich hatte so ein bisschen Eindruck bei den Meeresgedichten und auch bei denen, die viel mit Himmelsbildern und Wolken arbeiten, dass das für dich sehr ja auch positiv, weiß ich nicht, gar nicht, ob es so positiv ist, aber auch da wieder dieses Spiel von Bewegung, von An- und Abwesenheit, von Gleichzeitigkeit, von etwas, was ich greifen kann, aber im nächsten Moment schon wieder verschwunden ist, auch mit den Alpengedichten zum Beispiel, die ja auch über die An- und Abwesenheit von Wolken sich zeigen oder wieder verbergen. Sollen wir vielleicht einsteigen nochmal in Texte, die, und du willst jetzt einfach aus, also die das nochmal ein bisschen illustrieren, also wie letztendlich auch bei dir dann Biografie sich nochmal in Texten und vielleicht auch tatsächlich über einen Ort verdichtet hat. Das kann ich machen. Das ist ein Text, nach dem ich lange gesucht habe, ehrlich gesagt. Also ich hatte alle möglichen Orte schon in Betracht gezogen und bearbeitet. alle möglichen bedrückten Orte. Mhm. So, und es änderte sich ganz oft und zum Schluss kam dieser Text dabei raus. Und für mich war es selber ein bisschen überraschend, dass da wieder eine Scheune dann plötzlich stand, weil eigentlich ging es die ganze Zeit um eine Schule. Aber jetzt war es eben dann Scheune. Scheune mit einer Schindel von Sylvia Plath. Seit letztem Herbst wachsen schwarze Scheunen um unser Haus. Im Frühnebel verziehen sich ihre Mieter, Katzen, zerraufte Mäuse. Sie riechen nach fernen Rauchern. Es sind alte Mutterkorngespenster. Du sagst, nur Irritationen der Luft, wie Fledermäuse oder Gedanken. Das kommt von zu hohen Tönen im Ohr. Dabei wachse ich rückwärts, bin wieder klein, lerne gerade erst unterscheiden, roten und schwarzen Klee, warum den Löschkalkhaufen ein Moos überzieht. Marienkäfer, Totengräber, die Käfer krabbeln. Ich denke, bald haben sie Zeit für mich. Heute kam die Ernte herein, Stroh wie ausgekämmtes Haar. Und Stickstoffsäcke. Die Katze humpelt zurück, abgekämpft, ein Veteran. Die letzten Blumen flackern und gehen aus. Die Dunkelheit grast schon, schwarzes Vieh mit schwarzen Hörnern. Hörst du das Trappeln? Regen lamentiert die ganze Nacht. Durch Blechrinnen huschen Stunden. Die Eulen fliegen zu dicht ums Haus, die sie ausrufen. Und ich warte, bis sich der kleine Tag aus seinem Versteck wagt, sich zu mir setzt. Mit seinen Lichtnelken, Milch und Zucker, seinen bärenstarken Wachhunden. Dankeschön. Ist da die Beziehung jetzt zwischen dem Gedicht und dem Scheunenzyklus? Die sind separat voneinander entstanden? Ja, die sind separat voneinander entstanden, auch in jahrelangem Abstand voneinander. Okay. Ja. Also die Beziehung ist eher um die Umgebung, den Ort. Ja. Das Dicht. So. Und ich kann vielleicht noch mal ein anderes Gedicht, das auch so mit diesen Themen Biografie und Erinnerung zu tun hat, lesen. Das kommt auch aus dem Scheunenzyklus. Hier, wo die blauen Luftschiffe aufsteigen wie Soda, war mein Acker. Unter dem Grün das Feld, wo wir Licht anbauten, in den Jahren des Zusammenhalts. Gussmodeln, hier Liebesformate, dort Kühlpackungen für die Verwundeten. Das Licht kitzelt noch, wie ein Schwarm, auch wenn die Wurzeln lange erloschen sind. Bäume, ihr Wispern wie Mumen, da bist du ja, mein Stiefelmädchen, Gerstenfeld, Mondgesicht, endlich zu Haus. Wir werden leben wie ein Orchester, zusammen. Wo die Apparaturen blind anlaufen, stauen sich vier Winde. Ich will nicht ins Trudeln geraten. Die Balance, die blauen Luftschiffe, sie gehören zu mir. Ja.
Danke. Wenn du jetzt, du sagst, Gedichte sind zu dir gekommen oder es war so auch ein Bedürfnis zu schreiben und hast ein bisschen uns einen kleinen Einblick auch in deine Kindheit gegeben. Wie viel Biografisches ist wichtig oder steckt in deinen Texten? Also da steckt immer was Biografisches drin, glaube ich. Das, vielleicht ist es nicht das Thema und nicht der Anlass, aber ich habe das ja vorhin gesagt mit den Erfahrungen. Ich glaube, dass das in meine Texte unweigerlich einfließt. Also ich würde immer eigene Bilder oder Gefühle einbringen und deswegen kann man das, glaube ich, nicht so richtig trennen. Ich finde es nur halt ein Fehler, Gedichte, auch wenn sie biografisch sind, immer auf Biografie zurückzuführen. Also für mich ist Dichtung auch halt immer so einen explorativen Zug. Ich weiß vorher nicht unbedingt, wenn ich anfange, was da am Schluss rauskommt. Ich weiß auch nicht, worauf es eigentlich hinausläuft. Das ist wirklich ein langer Prozess. Also Gedichte entstehen vielleicht manchmal sehr schnell, aber manchmal dauert das richtig lange. Und die durchlaufen auch verschiedene Transformationen. Ja, es ist nicht so, dass das alles von Anfang an so dastand. Und ich denke, das kann man gar nicht machen, ohne dass das eigene da immer wieder einfließt. Und sei es, warum finde ich dieses Bild und nicht ein anderes? Das hat was mit mir zu tun. Ich finde, das macht es aber vielleicht auch reizvoll für Leser, weil es ist immer auch eine Einladung in der Offenheit, die Poesie hat. Was hat das mit dir zu tun? Es hat etwas mit dir zu tun. Es gibt etwas, woran du andocken sollst, ja, mit deinem eigenen imaginativen Prozess sozusagen das Gedicht vervollständigen oder für dich weiter erleben sollst, es zu deinem machen sollst. Und ich denke, da kommunizieren Menschen halt auf die unterschiedlichste und meineswegen auch übersinnlichste oder emotionalste oder feinstofflichste Weise über Metaphern und Bilder. Ne? Das Biografische im Gedicht, also ich glaube, dass jeder Dichter sich wehren würde, zu sagen, das ist jetzt so eins zu eins meine Biografie, weil so funktioniert das nicht. Also ich glaube, das versucht man immer mal wieder, also ich zumindest und auch Freunde, Dinge, die man selber erlebt hat, in einer Gedichtform produktiv zu bearbeiten. Und das ist voraussetzungsreich. Also erstmal braucht es eine Distanz, um überhaupt was Biografisches in Sprache zu fassen. Und dann ist es auch immer die Frage, was interessiert mich daran, aber was könnte jemand anders daran interessieren? Es war für mich aber trotzdem sehr wichtig und ich glaube für viele Dichter auch der Ausgangspunkt, so dieser Versuch, das eigene innere Erleben zu Papier zu bringen, das eigene, was einen beschäftigt, in irgendeiner Form in Worte zu fassen. Und für mich waren sehr wichtig, wie für viele Frauen, glaube ich, meiner Generation, aber vielleicht auch noch danach, diese Dichterin der Confessional Poetry, die genau das zu ihrem zentralen Programm gemacht haben. Nämlich Dichtung nicht als was Erhabenes zu sehen, was also mindestens griechische Mythen zum 580.000. Mal aufgreift oder für das man studieren muss, ja, und das nur ganz besondere Leute verstehen können, also diesen elitären oder auch angestaubten Zug, den das hatte. Die haben das Gegenteil gemacht und haben gesagt, nee, unsere Dichtung ist deswegen wichtig, weil sie unser reales, überhaupt nicht ideales, teilweise von der Gesellschaft total zertrümmertes Erleben, unser eigenes Selbsterleben in unserer ganzen Zwangslage, ja, oder in unseren ganzen Konflikten, das ist das, was eigentlich der Stoff für Poesie ist. Und das ist natürlich ein Thema des 20. Jahrhunderts, Psychoanalyse, alles, was da eigentlich ja an umwälzenden Veränderungen passiert ist, schlägt sich in diesen Gedichten, die aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts kommen, nieder. Und was ich jetzt gerne noch mal wissen möchte, ist, wenn du also gleichzeitig jetzt ja sprichst von dem Phänomen, dass ich über Verdichtung eigentlich neue Räume öffne und im Idealfall sogar Räume, in denen Begegnung stattfinden kann, obwohl es eigentlich meine Erfahrung ist, die Inspiration gegeben hat, die ich aber jetzt eben so
darstelle, kommuniziere, dass andere andocken können und tatsächlich eine Begegnung oder eine Kommunikation, ein Austausch stattfinden kann in der Rezeption, im auch Sprechen über die Texte. Wenn du jetzt mit Jugendlichen arbeitest, die schreiben wollen, wie ermöglichst du ihnen genau diesen Prozess, also dieses wir sind ja in einem Workshop hier unterwegs weiter, auch eben für Lyrikvermittlung heute. Und du arbeitest selber mit jungen Lyrikerinnen und Lyrikern. Und was ist dann dein Ansatzpunkt? Wie komme ich da hin? Also es hört sich jetzt so ein bisschen so an, ich habe mein Material und dann gibt's einen Prozess und am Ende steht das Gedicht. Aber der Weg dahin, was kannst du für Tipps vielleicht auch geben oder was sind deine Erfahrungen aus Schreibseminaren, die du gegeben hast oder eben wenn jemand zu dir kommt, ich möchte schreiben, wie mache ich das? Also ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass die Leute kapieren, realisieren, dass das, was sie finden müssen, sozusagen ihr eigenes Material, also ihre eigene Stimme ist, dass sie sich irgendwie in gewisser Weise trauen, eigene Worte zu benutzen, ja, oder eigene Bilder zu fangen oder einfach anzufangen zu gucken, was habe ich im Kopf, was interessiert mich, was springt mich an. Also es ist ein bisschen schwierig, zu mir ist ehrlich gesagt noch nie jemand gekommen und hat gesagt, ich möchte schreiben. Ja, und wenn, dann würde ich jetzt voraussagen, Leute, die ankommen und sagen, ich möchte gerne schreiben, die haben ein biografisches Thema. Die möchten etwas über sich mitteilen. Ja, da geht es nicht darum, jetzt so einen netten Kranz über mittelalterliche Altäre zu schreiben, sondern es geht darum, ich habe etwas, ich sitze auf was drauf, ich habe ein Thema, aber ich weiß nicht, wie ich es machen soll. In dem Kurs, den wir haben, sitzen halt Jugendliche, die schon, oder junge Erwachsene, die schon geschrieben haben. Ja, da kann ich wo ganz anders ansetzen. Und ich habe tatsächlich den Schwerpunkt darauf gelegt, immer auf Erweiterung, auf Freiheit, auf Ermutigung, was Neues auszuprobieren, auch mal sich auf eine andere Aufgabenstellung einzulassen. Und ich habe, das war für mich in dem jungen Alter auch wichtig, wirklich darauf geachtet, dass wenig negatives Feedback oder Kritik an diese jungen, noch empfindlichen Stimmen kommt. Und ich glaube, das ist was man vielleicht beim Unterricht auch im Kopf haben sollte. Immer wenn man sich mit Lyrik beschäftigt, werden eigene Emotionen und Gedanken angeregt. Und die sind sehr verletzlich. Ja? Und es geht gar nicht so sehr darum, jetzt zu gucken, was ist richtig, was ist falsch. Hat jemand etwas Richtiges in einem Gedicht gesehen, ja, oder hat jemand etwas richtig ausgedrückt, sondern er hat überhaupt eine Verbindung dazu gefunden. Und wenn man sich jetzt mal die Gedichte, die Poesie vorstellt als Sprache, ja, das ist eine eigene Sprache, die Psychologie hat eine eigene Sprache, die Medizin hat eine eigene Sprache, die Poesie hat eine eigene Sprache, die sehr unterschiedlich sein kann, dann sind ja eigentlich alle immer wieder Leute, die sich dieser Sprache von außen nähern. Ja, und deswegen ist jeder Zugang erstmal so, wie er ist. Also da gibt es gar nicht so viel zu kritisieren. Und ich denke, habe das halt einmal erlebt, das hat mich sehr geprägt. Ich bin mit dem Bus zur Arbeit gefahren ins Gymnasium und da saß vor mir so eine halbe Schulklasse. Die haben geschimpft. Wie Rohrspatzen, haben gesagt. Also immer dieses Interpretieren, ja. Das finde ich total blöd. Also da habe ich was gesagt und dann sagt der Lehrer, das ist falsch. aber das war doch mein Gedanke dazu. Ja? Und da habe mich umgedreht und gesagt, stimmt, prima. Ja, du hast es richtig gut erkannt. Es geht erstmal darum, das eigene zuzulassen und zu erkunden. Also das klingt jetzt furchtbar psychologisch und ich habe, glaube ich, schon einen sehr hohen ästhetischen Maßstab an das, was hinterher dabei rauskommen muss. Aber ich glaube, man kann Leute trotzdem nur ermutigen und unterstützen, erstmal zuzulassen, ihre Imagination sprudeln zu lassen, ihre Assoziationen kennenzulernen und diesen Prozess, diese eigene Stimme zu entwickeln, den kann, glaube ich, kein Lehrer und kein
Tutor und kein Lektor abnehmen. Das ist ein einsamer und schwieriger Prozess, aber man kann ihn unterstützen und anregen. So. Mhm. Also ich weiß jetzt nicht, ob das sehr kryptisch war, was ich gesagt habe, weil es geht ja auch um zwei verschiedene Sachen. Das eine ist Unterricht in der Schule und das andere ist Unterricht hier im Haus für Poesie, wo Leute sind, die schon was gelesen und geschrieben haben. Ja. Und das ist in der Schule eine völlig andere Voraussetzung, weil die Schüler auch ganz unterschiedliche Vorgeschichten und Voraussetzungen mitbringen. Aber ich denke, dieses irgendwo den Texten und den Schülerinnen und Schülern vertrauen, dass da was passiert, ne? Dass lebendige Texte die Kraft haben, zu berühren, auch über bestimmte Schranken hinweg. Das ist wichtiger, als denen irgendwas beizubringen über das Gedicht an und für sich. So, also insofern sind Gedichte wirklich kleine Pakete, ja, die voller Informationen und Geschichten stecken. Mhm. Und ein Teil davon, das ist einfach so, dass ein Teil davon kennt der Dichter selbst nicht. Mhm. Aber die kann man alle auspacken und rausfinden und produktiv machen. Mhm. Und dabei ist jeder noch so abseitige Zugang unter Umständen in der Lage, was Verschüttetes freizulegen, was vorher noch nicht da war. Ja. Ne? Oder eben das Lesen ist selber ein kreativer und produktiver Prozess. Mhm. Das ist auch Arbeit, ne? Sich ein Gedicht zu erschließen. Und insofern finde ich jetzt die Idee, die ihr gehabt habt, mit Texte illustrieren als ganz anderer Weg, nicht so analytisch sich im Gedicht zu sehen, zu nähern, wunderschön. Mhm. Finde ich super. Mhm. So. Und ich glaube, dass für die Arbeit mit Texten wirklich wichtig ist, dass Lehrer auch eigene Ängste oder Lehrerinnen auch ihr eigenes Gefühl, bin ich dem gewachsen, abbauen, ja? Ja, das ist eben das Erstaunliche, dass es sehr viel Angst gibt, ne? Also gerade mit Gegenwartslyrik in der Schule tatsächlich umzugehen, eben die Angst davor, selber etwas nicht zu verstehen an diesen Gedichten, für die es eben auch nicht unbedingt eine Interpretation schon gibt. Und ich fand, das war jetzt aber sehr schön, dass du eigentlich Mut machst. Ja, ich meine, ich kann das verstehen. In einer fremden Sprache zu unterrichten über Tiere, die man noch nicht kennt, das ist sehr schwierig. Aber vielleicht kann man das dann auch so sehen, dass das alle irgendwo mit dieser Fremdheit sich diesem Text nähern und man kann das dann ja gemeinsam und großzügig machen. Genau, ja. Danke. Wer jetzt noch mehr Gedichte von Birgit Kreipe lesen möchte, kann das gerne tun und auch hören möchte, denn es gibt auch 10 Gedichte von dir auf Lyricline und da sind, glaube ich, auch die Kinderheim-Gedichte dabei, aber auch andere Gedichte. Und du hast es schon angesprochen, wir gehen jetzt gleich in das Atelier von Dorothee Biard, weil der zweite Teil des Workshops wird natürlich nicht hier stattfinden können, aber wir werden eine Illustratorin besuchen und wir haben Dorothee gebeten, uns ein paar Tipps zu geben und auch sich ein Gedicht von Birgit auszuwählen, um es zu illustrieren. Dorothee ist Illustratorin, die ganz konkret sehr gerne sowohl mit Prosa als auch mit Lyrik arbeitet. Und ich werde Sie ein bisschen fragen, was das Besondere ist, wenn man lyrische Texte illustrieren möchte. Und dann wird sie uns auch ein bisschen was zeigen, wie man das selber vielleicht sogar auch machen kann. Danke. Herzlich willkommen zu Teil 2 des Workshops im Rahmen des Poesiefestivals. Wir sind heute hier jetzt im Atelier von Dorothee Biard, die ich euch auch gleich kurz vorstellen werde. Ich bin Claudia Maas und wir sind hier, weil Dorothee uns ein bisschen erzählen wird über die Illustration von den Gedichten, die wir heute Morgen bei Birgit im Gespräch oder von Birgit im Gespräch gehört haben. Hallo Dorothee, wunderbar, schön, dass wir hier bei dir im Atelier jetzt heute sein können, um mit dir ein bisschen zu sprechen über das Verhältnis von Illustration und Lyrik. Ich stelle dich kurz vor. Dorothee ist in Paris geboren, das wird man auch gleich ein bisschen hören, und hat visuelle Kommunikation studiert und du bist dann mit einem Künstlerstipendium an die Kunsthochschule nach Berlin-Weißensee gekommen
Und bist du dann gleich hier geblieben? Oder? Mehr oder weniger. Mehr oder weniger, okay. Ja. Und du arbeitest seit 2001 als freie Künstlerin. Ja. Mit dem Schwerpunkt Zeichnung und Buchgestaltung. Genau. Genau. Und bist aber auch in der Vermittlung tätig, habe ich gesehen. Also du hast mehrere Lehraufträge gehabt, auch in Dänemark und auch in Berlin nochmal an der Kunsthochschule in Weißensee. Und bist jetzt seit 2016 an der Kunsthochschule in Dresden auch. Also du pendelst. Ich pendle immer. Ich pendle in Berlin und dann eben in Dresden. Und da ist tatsächlich auch mein Schwerpunkt eher das künstlerische Publizieren, also eher Künstlerbücher und ja, wo es aber natürlich auch darum geht, zum Teil um Bezug zwischen Bild und Text. Von daher ist es auch, es ist gar nicht so weit entfernt vielleicht von dem Thema von heute. Ja, wenn du sagst Bild und Text, sind die Texte für dich beliebig? Also ist es egal, ob ich über einen Prosatext oder zu einem Prosatext illustrativ arbeite oder zu einem Gedicht, oder sind das unterschiedliche Situationen, unterschiedliche Bedingungen auch vom Text her für dich? Ja, sind natürlich, also jeder Text schafft eine eigene Bedingung natürlich mit dem auch, was er mit einem macht und was er von einem will. Also ich arbeite meistens auch frei, also zeichnerisch zumindest habe ich, mache auch manchmal Zeichnung als Auftrag, aber meistens habe ich sozusagen, kann ich mir das aussuchen, ob ich zu einem Text arbeiten will oder nicht und kann mir dann auch das frei aussuchen. Und das ist vielleicht da, wo ich sagen würde, ich bin in dem Sinne keine Illustratorin. Es gibt großartige Illustratoren, die wirklich ganze Bücher illustrieren. Und das habe ich tatsächlich eher nicht oder wenig gemacht oder nur in Ausnahmefälle. Mhm. Also ich habe oft beim Zeichnen, gibt es sehr oft, wirklich oft so einen Leseimpuls am Anfang, oder es ist so, dass ein Text oder dass die Worte, die man liest, mit einem was machen, und das ist spannend, den Weg nochmal zu gehen, es stellt einem eine Frage und es ist spannend zu gucken, wie man die vielleicht so zeichnerische Antworten darauf suchen kann. Mhm. Ja. Und wie verläuft dann dein Prozess? Also du hast jetzt dir ein Gedicht ausgesucht und dann liest du es und lässt es dann erstmal liegen, oder liest du es ganz oft, liest du es laut vor, oder wie entsteht die Kommunikation mit dem Text, also die du dann in Bilder übersetzt? Ja, also es ist oft... Ja, oft sind Texte, also Texte, die einem wichtig sind oder die trägt man wahrscheinlich mit sich eine Weile, ne? Manchmal ist es also gerade so ein Lyrik, gerade ein Gedicht, das kann so wie ein Ohrwurm sein. Das ist manchmal so auch, manchmal in total unpassenden Augenblicken auf einmal es ist so wie eine Schleife, auf einmal ist es da. Und ich hatte zum Beispiel vor 2 Jahren eigentlich so eine ganze Serie von Zeichnungen gemacht, und der Ausgangspunkt war ein Gedicht. Mhm. Und das ist ein Gedicht, was ich sehr mag, ein französisches Gedicht von Louis Aragon, ganz, ganz kurz. Mhm. Und ich kenne das schon seit Jahren, ne? Und das habe ich immer, das ist immer wieder da. Und dann auf einmal war klar, dass da auch was mit Bilder oder dass das mit dem Zeichnen auch zu tun hat, dass da was passiert oder was passieren kann. Mhm. Und ich weiß nicht, wie es anfängt, irgendwie beim Spazierengehen, und auf einmal ist es da. Also es ist nicht so, also da ich das nicht sozusagen als Auftrag oder als, da es gar keinen Zwang gibt und da ich da gar keine Deadline habe. Es ist nicht so, dass das so bis nächste Woche musst du zu dem Gedicht, oh Gott, ich weiß nicht, ob ich das könnte, sondern ich kann mir das so frei aussuchen. Und probierst du mit unterschiedlichen Techniken aus, oder sind die auch relativ schnell, ist dir schnell klar, womit du und wie du eigentlich arbeiten möchtest, oder machst du Arbeitsproben und dann entscheidest du dich, den Weg gehst? Ja, also es ist ganz unterschiedlich, weil es ist auch unterschiedlich, was ein Gedicht oder was ein Text jeweils auslösen. Mhm. Und manchmal ist etwas im Gedicht, also bei diesem Gedicht von Aragon, ich kann vielleicht das Beispiel geben, weil es vielleicht bildlicher ist. Also das heißt Le vaste monde, die weite Welt. Und das ist ganz, ganz kurz, sind so wirklich nur ein paar Zeilen. Und es geht um,
La paille et le feu, das Stroh und das Feuer. Und es geht im Grunde um zwei Dinge, zwei Elemente, die dringend voneinander getrennt werden müssen, aber die unbedingt miteinander wollen. Ja. Und es ist, also ist ja klar, dass es um Liebe, um Leidenschaft und um Begehren geht. Und es ist auch sehr witzig geschrieben. Es endet natürlich irgendwie mitten im Satz mit einem so, und es ist vorbei. Ja. Und ich fand es total schön, wie er das schafft, durch die, also wie so eine Landschaft entsteht. Ja. Also es wird nicht über eine Beziehung gesprochen, es wird nicht über einen Mann und eine Frau gesprochen, sondern was ist, wenn man das Feuer ist und was ist, wenn man das Stroh ist? Und warum will man zum Feuer und warum, ja, also und genau dieses, also ich fand das total spannend, dass er so wie eine abstrakte Landschaft daraus macht und dass er und dann auf einmal war klar, ich will gerne was Zweifarbiges machen. Es gibt zwei Farben und die machen was miteinander. Es gibt zwei Systeme, die sich stören. Die machen was zusammen machen, aber die sich gleichzeitig zerstören. Und deswegen war es eine sehr, es war eine Formidee. Und die, es war ganz klar, das werden Buntstifte sein, das werden diese Buntstifte sein, das werden Linienzeichnungen sein. Und dann habe ich natürlich noch ausprobiert, was ist das für ein Format, was ist das für eine Art von Strich, kann ich auch flächig werden. Ja, und dann, so, das ist, in dem Fall ist tatsächlich die Technik ziemlich klar aus dem, aus so eine formelle, oder aus so einer Form-Einschränkung des Gedichts selbst gekommen. Aber es kann auch ganz anders sein. Es kann auch sein, dass ein Text auf einmal so eine Erinnerung wieder hervorruft oder wieder eine Situation wieder vorhanden ist oder so ein Lebensgefühl, keine Ahnung. Und dass man da viel mehr an dem arbeitet und dann erstmal probiert, was könnte das für eine Technik sein. Und dann sind meistens die ersten Versuche auch ziemlich furchtbar und ziemlich peinlich und scheußlich. Und ja, also auch bei dir. Na klar. Ja, okay. Klar, also es ist ein Punkt, den man überwinden muss. Und vor allem, wenn man hat einen Text und man hat das ausgesucht, ist so inspirierend und das ist so toll. Und dann macht man was und, oh Gott. Das, ja, man kommt erstmal nicht hin. Aber es ist ein Prozess. Es ist ein Prozess, ja. Du hast jetzt das Stichwort Erinnerung schon aufgeworfen und es geht in den Texten von Birgit Kreipe ja auch um das Thema Erinnerung. Und als wir dir ihre Texte zur Lektüre gegeben haben, damit du dir auch ein Gedicht aussuchen kannst, war das sofort für dich auch ein Thema, wo du gesagt hast, ah ja, Erinnerung hat ganz viel eigentlich mit Zeichnen zu tun. Und vielleicht kannst du uns das nochmal ein bisschen erläutern. Was Erinnerung mit Zeichnung zu tun hat. Weil das war für dich so ganz klar. Ja. So, ich glaube, für uns ist es vielleicht nicht gleich sofort so transparent. Vielleicht nicht ganz klar. Also es war für mich jetzt persönlich von der Prozess und von dem Zeichnen sehr wichtig. Ich habe sehr viel und mache immer noch ziemlich viel Zeichnungen aus der Erinnerung, weil es in dem, ja, in dem Vielleicht ähnlich, wie wenn man versucht, einen Traum zu rekonstruieren, ist es interessant, eine Erinnerung zu rekonstruieren. Es ist eine interessante Übung für das Zeichnen. Und es passiert, es gibt ein Zitat, einen Satz, was ich total mag, von Paul Auster, der sagt, das Gedächtnis ist der Ort, wo etwas zum zweiten Mal passiert. Und das Zeichnen von einer Erinnerung ist dieses zweite Mal. Es passiert etwas auf dem Papier. Und dieser Augenblick, wo es passiert, ist total wertvoll. Manchmal ist das, was entsteht, so kann man gleich wegschmeißen, aber trotzdem ist dieser Moment, wo es passiert, da passiert etwas. Ja, und man kann, also eigentlich kann man, selbst wenn man sich nicht sicher ist, ob es ein gutes Bild wird, selbst wenn man noch, oder gerade wenn man noch gar nicht weiß, was es wird, man kann darauf vertrauen, dass was passiert. So, ist vielleicht was Ähnliches wie mit dem Gedicht. Yeah. Wenn man sich drauf einlässt, man kann nicht davon ausgehen, dass man alles verstehen wird, aber man kann darauf vertrauen, dass was passieren wird, wenn man, wenn man offen genug ist an der Stelle. Und also es war für mich zum Beispiel sehr interessant, was räumlich passiert, was Erinnerung, und das ist auch in diesen Gedichten von Birgit drin, dieser Moment, wo eine Erinnerung hochkommt, ja. Also
was ist das? In welche Form kommt das hoch? Was passiert räumlich? Und was sind es zum Beispiel, was sind die Eigenschaften, was sind die formelle Eigenschaften von einer Kindheitserinnerung zum Beispiel? Ich hatte mal eine ziemlich lange, also ein Projekt oder so eine zeichnerische Arbeit gemacht über die Räume der Erinnerung, so die Häuser aus der Kindheit. Ja. Ne? Was sind ihre Eigenschaften? Das heißt, und wenn man anfängt, das, also ich hatte auch darüber geschrieben, aber eigentlich erstmal gezeichnet und aus diesen Erkenntnissen des Zeichnens versucht, das nochmal zu schreiben. Ja. Was sind die konstruktive Eigenschaften? Wie würde man ein Haus bauen, wenn man diesen Kindheitserinnerungen folgt? Mhm. Und folgt halt wirklich nach den Anweisungen des Kindes, das man selbst war. Mhm. Diese Räume nach und nach aneinander klebt, irgendwie eine Treppe hochklappt, irgendwas drauf steht. Was ist das für ein Haus? Mhm. Die Fenster sind zum Beispiel, also das wurde mir ganz klar, die Fenster sind eigentlich nur wie helle Bilder an der Wand. Mhm. Die haben keinen Bezug nach außen und so. Mhm. Also es sind wirklich eine sehr veränderte Welt, wenn man in diese Bilder der Erinnerung eintaucht. Und das ist für das Zeichnen, weil alles, was mit Wahrnehmung und visuelle Wahrnehmung zu tun hat, ist spannend für das Zeichnen, weil es ist genau das, worum es geht, ja, das rauszuholen. Gibt es Orte, die du gerne gestaltest? Also weil du jetzt über die Räume gesprochen hast und Gebäude. Wie meinst du das? Also in die du reingehst, weil sie für dich auch viel mit Schichtungen, Erinnerungen zu tun haben oder weil da eben auch Korrespondenzen stattfinden können. Ja, jetzt fällt mir kein Raum speziell ein. Das sind meistens auch so ein bisschen Zufälle, ne? Mhm. Das sind Momente im Leben, dass tatsächlich man bestimmte Räume betritt und dass die so eine Ausstrahlung haben oder dass auf einmal ein Gedanke ganz klar drin steht. Ja. Du hast jetzt von dem Haus gesprochen. Mhm. Birgit hat in ihrer Lesung erwähnt, weil sie auch Gedichte über Scheune geschrieben hat, dass das für sie in der Kindheit eben auch eigentlich bedrohliche Orte waren und dass es auch ein wiederkehrendes Motiv in ihrer Lyrik letztendlich ist. Ja. Gibt es für dich wiederkehrende Motive in deinen Illustrationen, wo du... Also ich weiß nicht, ob die Motive in den Zeichnungen wiederkommen, es kann sein, aber es ist so, dass in der Erinnerung, es gibt sowas wie Urräume, so wie wahrscheinlich die Scheune bei ihr, das tatsächlich, ich finde es auch spannend, wenn man ein Buch liest, ja, wenn man einen Roman, ich weiß nicht, einen Roman, was ich vielleicht vor 20 Jahren gelesen habe, man liest was und irgendwie ist es komisch, weil auf einmal die Tür ist links, das Fenster ist da und man hat eine ganz genaue Vorstellung, wo die Dinge stehen, ja, obwohl es nicht drin steht. Und man legt das Buch weg und man liest es 20 Jahre später und die Dinge stehen immer noch da. Ja. Und das finde ich total verrückt. Was ist das? Auf welche Räume greift man da zurück? Ja, die haben so eine, die haben eine Konsistenz, die haben ein Licht, die haben eine Ausrichtung und das ist sehr spannend. Ja. Das, und genau diese Form von Räume oder diese Vorstellung von Räumen zeichnerisch zu untersuchen, das ist was Schönes, macht Spaß. Mhm. Du hast dir jetzt von den Gedichten von Birgit eins ausgesucht und wirst uns dazu in einem separaten Tutorial so ein paar Methoden und Möglichkeiten vorstellen, wie man mit diesem Gedicht illustrativ umgehen könnte. So, kannst du uns schon ein bisschen verraten, warum du dir das Gedicht ausgesucht hast? Ich glaube, dass ein Gedicht, also wenn es... Also ich habe natürlich was genommen, was mich anspricht erstmal. Klar. Und aber nicht nur. Ich glaube, es geht tatsächlich um den Raum, den man betritt an dem Moment, ja. Dass es vielleicht nicht eine Übereinstimmung gibt von dem Raum, den Birgit da fabriziert, mit dem, was ich dann an dem Moment betrete. Aber ich habe den Eindruck, dass ich da sozusagen weiterkomme, dass sich etwas öffnet, was mehr Potenzial hat oder das mich mehr anspricht. Ich habe natürlich auch jetzt ein bisschen aus strategischen Gründen auch mit dem Gedanken, wie vielfältig könnte ich da rangehen und wie viel Beispiele oder kleine Aufgaben könnten sich daraus ergeben. Ja. Also das war für mich auch ein wichtiger Punkt. Aber also ich glaube, das ist ein Gedicht. Also deswegen ist es auch das, was mich an Lyrik interessiert und es ist auch das, was ich an diesem Vorhaben hier sehr toll finde, ist, dass
Also es ist anders als so eine Geschichte oder eine Erzählung, wo man so eine Erzählstruktur hat, dann ne, bei Prosa oder beim Roman, oder dann hat man viel mehr eine Handlung, eine Erzählung, einen Aufbau. Und bei der Lyrik ist man, ja, da muss man sich auf etwas einlassen. Mhm. Und man muss auch, wie gesagt, also vielleicht nicht unbedingt den Worten vertrauen. So positiv würde ich das gar nicht. Man kann auch den Worten misstrauen. Ja, man kann auch mit zum Widerwillen daran gehen. Mhm. Aber glauben, dass so, wenn ich jetzt 10-mal lese, ablege und dann nochmal 10-mal lese und dann passiert was. Dann bin ich irgendwo, wo ich davor nicht war. Mhm. Und es kommen Assoziationen bei mir hoch, die so vielleicht nicht gekommen wären. Und ich glaube, dass beim Zeichnen was ganz Ähnliches passieren kann, wenn man diese im Grunde nicht an ein Ergebnis so gleich interessiert ist. Mhm. Und also das ist das, was mich jetzt auch bei der Übung gar nicht interessiert, dass man jetzt so die total schöne, perfekte Illustration zu einem Gedicht macht. Ich glaube, die Gedichte brauchen eigentlich nicht unbedingt eine Illustration. Mhm. Aber man selbst kommt ein Stück weiter, wenn man sich darauf einlässt. Also wenn man versucht, diesen Weg der über Worte was macht, wenn man es versucht über Bilder, wenn man versucht zu gucken, was die Bilder mit einem machen. Ja. Also eigentlich entsteht was Neues, was Drittes. Es entsteht was Drittes, wo das Gedicht der Impuls ist und es vielleicht auch genau darum geht, sich ein Stück weit zu verlieren und von dem gängigen Verstehen, ich muss jetzt begreifen, was dieses Wort meint, eigentlich loszulassen und zu sagen, ich vertraue darauf, dass ich irgendwo anders wieder rauskomme, als ich eingestiegen bin. Ja, also das Wort loslassen ist an der Stelle total richtig. Es ist sehr wichtig, loszulassen. Ja. Und natürlich muss man sich trotzdem festhalten. Man muss Dinge festhalten, aber vielleicht nicht die, die man gleich gedacht hätte. Mhm. Also ich glaube, dass so ein Gedicht erstmal so wie so ein, es kann erstmal eine Tür öffnen, es kann eine Möglichkeit geben, irgendwie woanders hinzukommen. Und und es gibt sehr vielfältige Beziehungen zwischen Text und Bild. Ja, es ist nicht nur, man kann auch ganz woanders ankommen. Ja, dann ganz herzlichen Dank für das wunderbare Gespräch, Dorothee. Ja. Wir haben viel erfahren und sind gespannt auf das, was du jetzt zaubern wirst in deinem Tutorial. Und man kann dieses Tutorial dann sehen auf diesem Kanal natürlich auch wieder. Und es wird der dritte Teil sein der Fortbildung, wo Dorothee uns ein bisschen zeigt, wie man mit einem Gedicht, was sie sich ausgesucht hat von den Gedichten von Birgit, die auch auf Lyrikline sind. Und es ist auch ein Gedicht, was wir dort auch hören können, aber wir verraten nicht mehr, was man mit diesem Gedicht alles machen kann, wenn man ihm nicht mit Sprache begegnet, sondern tatsächlich illustrativ. Und wir hoffen, dass ihr, sie weiter dabei sein werdet für Teil 3. Ich habe ein Gedicht von Birgit Kreipe ausgesucht aus der Reihe Kinderheim, zu dem ich jetzt zeichnen möchte. Ich habe das genommen, was für mich am meisten eigene Bilder erzeugt. Ich werde jetzt kleine Zettel nehmen, kleine Post-its, und darauf mit einem Marker die Objekte und die Gegenstände und alle Dinge zeichnen, die in dem Gedicht vorkommen. Das soll so ungefähr sein wie ein kleines Ratespiel, und vielleicht kriegt ihr raus, welches Gedicht es ist. Ja, genau, es ist das Gedicht, das mit dem Schilf anfängt. Ein Tag landet im Schilf. Und so gesehen ist es natürlich sehr banal und auch sehr einfach. Aber es geht auch darum, dass man sich zum einen Gedanken macht, was man tatsächlich, was sich leicht visualisieren lässt. Und zum anderen, dass man vielleicht auch diese Dinge gerade loswirkt.
wird. Also ich habe sie mal gezeichnet, jetzt brauche ich sie eigentlich nicht mehr, weil mich eigentlich auch was anderes interessiert. Also was mich interessiert, ist mehr, ja, was passiert? Was passiert, wenn ich dieses Gedicht lese? Was macht das mit mir? Und was für Bilder, was für eigene Bilder kommen dann bei mir vor? Kinderheim. Ein Tag landet im Schilf. Verblasst. Eine preußische Postkarte. Jede Stunde schickt so eine. Sie sind leer und werden still, wie nach dem Aussetzen kleiner Motoren. Dieser Tag ging verloren bei der Übernahme des Sommers durch die Zwanghaften, seiner Umwandlung in eine verdorrte Büropflanze. Jetzt klappt er hoch. Äther knackt in den Baumkronen. Schemen, die aus dem Schilf kommen. Gesichter entstehen wie Kalkäffchen, Vogelspuren vor Wolken. Und ist das noch Schilf? Archive pochen, wie präzise die Stimmen erinnert sind. Aber ich bin doch längst ausgewandert und die Kinder auch. Als zweite kleine Übung werde ich jetzt weiter Gegenstände zeichnen, und zwar welche, die nur implizit vorhanden sind. Also was sind die zusätzlichen Dinge, Accessoires, Protagonisten, die drin vorkommen, wenn ich das lese? Sie sind nicht explizit genannt, aber in meine Vorstellung schon. Gucken wir mal. Was mache ich jetzt damit? Ich merke, es gibt zwei Gruppen von Objekten eigentlich. Es gibt die erste Reihe, die hat mit dem Sommer zu tun, mit dem Schilf, mit diesem Außenwelt, mit dem Baum, mit dem Garten und mit dem Spielen, mit der Kindheit. Und es gibt die andere Gegenstände, die zu dieser zwanghaften Welt mit der trockenen Büropflanze, also es gibt diese Bürogegenstände irgendwie. Als nächste Aufgabe möchte ich eine Art Karte, eine Kartierung machen von den Orten, die in dem Gedicht vorkommen. Und sie kann sehr abstrakt sein. Ich werde direkt mit dem Text anfangen und daraus Worten rausschneiden und damit so eine Art Mindmap oder eben eine Karte erstellen. Und es geht darum, dass ich eine Vorstellung habe, wie die Orte, wenn es mehrere gibt, wie sie zueinander stehen, wie ihre Platzierung zueinander sind. Und es ist auch vielleicht eine Frage von Maßstab oder ja, was ist das für ein Ausschnitt aus der Welt, in dem wir uns befinden. Und ich merke hier auf diesem Schema, auf dieser ja wirklich sehr spröde und schematische Darstellung, die ich gemacht habe, gibt es eine Sache, die mich interessiert, weil eigentlich ist die Aufteilung relativ klar. Es gibt einen See, es gibt einen See, in dem sich Wolken spiegeln, es gibt Schilf, es gibt Bäume und Kinder. Und dann gibt es eine Übernahme, einen Übergang, so eine Transformation. Und das ist ein
ein Büro, ein Haus. Und von dieser Bürowelt aus, also sind wirklich zwei getrennte Welten, und von diesem Büro aus kann ich mich aber an das andere erinnern. Es gibt da einen gedanklichen Zugang. Ich habe so dargestellt, ich habe mir vorgestellt, man sitzt in einem Büro und man guckt aus dem Fenster und auf einmal ist man draußen. Aber man ist auch in der Vergangenheit. Also es gibt wie ein Raum der Gegenwart, das ist ein Innenraum. Ich stelle ihn mir ziemlich dunkel vor. Ich stelle mir vor, dass so eine Jalousie oder so ein Vorhang zu ist und dass man in diesem schattigen Raum vor einem Computer sitzt und arbeitet. Das ist die Gegenwart. Und es gibt so einen sehr hellen, überbelichteten Außenraum. Das ist die Vergangenheit und das ist ein Garten im Sommer an einem See. Und ich glaube, da möchte ich gern weitermachen. Weil dieses Thema der Erinnerung, wie komme ich von dem Raum der Gegenwart, wie komme ich von diesem Innenraum in diese Vergangenheit, in diese Erinnerung? Wie sehen die Übergänge aus? Also als nächstes schlage ich vor, dass wir einen Raum aus der Erinnerung zeichnen. Und zwar, ich lese das Gedicht noch einmal für mich, noch einmal durch, vielleicht sogar ein paar Mal, und versuche, an eine eigene Erinnerung ranzukommen. Das heißt, welche eigene Erinnerung wird vom Gedicht hervorgerufen? Und ja, ist immer eine sehr interessante Aufgabe, eine Erinnerung zu zeichnen. Die Erinnerung, die bei mir gekommen ist, ist so einen ganzen Nachmittag im Sommer draußen gespielt zu haben und diesen Moment am späten Nachmittag, wo man wieder reingeht ins Haus. Also es ist das Haus meiner Großeltern und draußen ist es sehr heiß noch und sehr hell. Und wenn man reinkommt, sieht man erstmal nichts mehr. Es ist alles sehr, sehr dunkel. Es gibt so ein Flimmer vor den Augen und ich finde diesen Schatten von dem kühlen Innenraum und dieses Licht, was draußen noch im Garten ist, ist eine Erinnerung, die mich jetzt interessiert und die werde ich versuchen zu zeichnen. Als nächstes möchte ich Bilder machen, die die Atmosphäre und das Licht und vielleicht auch die Farbe aus dem Gedicht darstellen. Oder ich möchte mit Zeichnung versuchen, daran zu kommen, dieses Atmosphärische, was auch wirklich sehr stark, sehr ausgeprägt ist in diesem Gedicht. Und ich fange an mit der Vorstellung von dem See, von dem Schilf. Und ich will kein Schilf zeichnen, aber ich will gern dieses Licht, dieses Sommerlicht und diese Vorstellung von Kindern oder von Menschen, die da baden, diese Sommerstimmung. Als nächstes möchte ich diesen Büroraum mit der trockenen Büropflanze darstellen. Und auch da interessiert, also in derselben Logik eigentlich, interessiert mich vor allem diese Stimmung, die Lichtstimmung. Und da ich drinne bin und da es auch in dem Gedicht um die Vorstellung von draußen und von dem Sommer geht, will ich auch gern das darstellen. Nicht nur ein schattiger Innenraum von einem Büro, sondern auch das Verhältnis, wie es draußen sein könnte. Was ist das, was ich gerade vermisse?
jetzt mache ich noch ein Bild zu diesen atmosphärischen Licht- und Farbspielen, weil ich auch gern diesen Himmel, also ich finde diese preußische Postkarte ein schönes und auch eine lustige Assoziation. Es gibt fast eine leichte Ironie drin. Ja, das ist besonders schön, aber das ist auch eine Postkarte. Das ist schon fast zu viel. Das ist schon fast fast zu schön. Und ich probiere das mal. Ich probiere mal eine Landschaft. Was ist das? Wie sieht die aus, die preußische Postkarte? Das würde ich gern machen. Ich mache so einen Wolkenhimmel und vielleicht wird es ein bisschen kitsch, aber vielleicht auch nicht. Mal gucken. So, und jetzt noch eine letzte Übung, die etwas komplexer ist oder etwas, ja, vielleicht etwas aufwendiger. Ich möchte gern ein Storyboard machen. Das heißt, ich möchte erstmal, also man könnte auch eine Comic-Seite machen. Was sehr praktisch ist am Storyboard, ist einfach auch eine Darstellung in Vignetten von einer Bildsequenz, meistens von einer Filmsequenz. Es ist wie die Visualisierung von einer Filmsequenz. Und das heißt, ich kann kleine Kärtchen vorbereiten und wenn mir die eine Zeichnung nicht gelingt, dann kann ich gleich nächstes Kärtchen nehmen. Und ich will versuchen, es ist das, was mich eigentlich am meisten interessiert in dem Gedicht, ist immer noch diese Frage, wie komme ich von diesem Moment der Gegenwart und von diesem Raum, von diesem Alltagsraum, wo ich arbeite, wo ich drinne bin und wo der Sommer schon längst vorbei ist, wie komme ich da wieder in diese Ebene der Erinnerung? Wie passiert das, dass ich auf einmal wieder im Sommer am See bin und dass ich die Stimmen der Kinder so höre, als ob sie im Raum wären. Und das werde ich jetzt versuchen, in eine kurze Bildsequenz zu skizzieren und dabei ein bisschen mit einem filmischen Denken, also auch immer mit der Frage, wo ist die Kamera? Wie ist die Einstellung? Wie mache ich das verständlich? So sieht es jetzt aus. Ich sitze vor meinem Computer und gucke raus Richtung Fenster und zu meiner Pflanze, die so trocken aussieht, und gucke da ganz verträumt hin. Und auf einmal denke ich an den Baum und denke ich an eine Schaukel mit Kindern und an Baden. Und dann habe ich dieses Gefühl vom Wasser und von dem Lichtspielen an der Wasseroberfläche und von dem See. Und dann
bin ich in der letzten Einstellung wieder an meinem Bürotisch und gucke in meine Kaffeetasse. So könnte ein ganz kurzer Filmsequenz aussehen zu dem Gedicht. Ja, mit diesen verschiedenen Beispielen wollte ich euch vor allem unterschiedliche Ansätze zeigen. Also es geht jetzt nicht darum zu sagen, dass diese Bilder jetzt besonders toll oder besonders gelungen oder besonders fertig sind. Nichts davon ist eigentlich fertig. Das sind bei den verschiedenen Ansätzen geht es eigentlich darum zu zeigen, wo man beginnt. Also das alles wäre der Beginn von verschiedenen Arbeitsstrecken oder von verschiedenen Ideen, wie man da mit Bildern weiterarbeiten könnte. Und ich habe es extra thematisch so sortiert, dass sich jeder vielleicht ein oder zwei Ideen nehmen kann und versuchen kann, mit diesen Übungen an eigene Bilder ranzukommen. Und jetzt seid ihr dran. Viel Spaß beim Zeichnen.